Wir befassen uns heute mit dem Thema Erste Hilfe bei Hund und Katze. Wir wollen Notfallsituationen erkennen können, um dann auch einschätzen zu können, wie schnell müssen wir zum Tierarzt. Prinzipiell ist es so, dass man eigentlich erstmal die Grundlagen kennen muss, um zu Hause auch einschätzen zu können, wann ist mein Tier krank, was kann ich zu Hause schon mal untersuchen, was sind die Normalwerte und wann kann ich Abweichungen feststellen, um so entscheiden zu können, ist mein Tier krank, muss ich zum Tierarzt. Wir möchten in der Situation, in der wir merken, dass unser Hund oder unsere Katze krank ist, verschiedene Funktionen testen. Um die Funktionen testen zu können, werden wir gleich mal an Colin üben, wie das funktioniert und so auch feststellen, was ist normal und wann haben wir Abweichungen und müssen wirklich zum Tierarzt. Grundsätzlich gilt, man muss als allererstes immer Ruhe bewahren. Das ist wirklich das A und O. Gleichzeitig will man aber überlegt handeln und auch möglichst schnell entscheiden. Kommt man immer ein bisschen in die Bredouille, aber man schafft es, wenn man ruhig bleibt. Ich finde es auch immer noch ganz sinnig, die Rufnummer vom Tierarzt oder vielleicht sogar von der nächstgelegenen Tierklinik bereitzuhalten. Aber wir wollten ja eigentlich wirklich eine Untersuchung machen. Colin ist schon ganz scharf drauf und wir fangen wirklich an mit den Schleimhäuten. Wir testen quasi, wie sehen seine Schleimhäute aus und wo können wir das überhaupt alles angucken. Beim Hund und auch bei der Katze kann man jede Schleimhaut testen. Man kann sich wirklich jede Schleimhaut angucken. Das heißt, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, die Bindehäute anzugucken, indem man einfach die Lider nach oben oder nach unten zieht. Und man sieht hier, die sind schön blassrosa. Leichter fällt es einem, wenn man es wirklich am Mund macht. Dazu zieht man die Lefze nach oben und sieht dann eine schöne blassrosane Schleimhaut. Die soll immer so sein von der Farbe. Die soll nicht super pink sein, die soll nicht weiß sein. Die soll nicht porzellanfarben sein, dann ist es wirklich eine Abweichung, wo man sich schon überlegen sollte, ist mein Tier krank? Und gerade wenn der Allgemeinzustand schlecht ist, wollen wir dann natürlich schon sagen, da würde man eher mal zum Tierarzt gehen. Das Zweite, was man sich auch an der Schleimhaut sehr gut noch angucken kann, ist die sogenannte KFZ, das ist die kapilläre Füllungszeit. Das macht man, indem man wieder die Lefze hochzieht und mit einem Finger auf die Schleimhaut drückt und guckt, wie schnell sich das Gewebe wieder mit Blut füllt. Das heißt, das zeigt an, wie gut ist unsere Blutzirkulation. Normalerweise sollte das kleiner als 2 Sekunden sein. Das sieht man hier sehr schön, es geht ganz, ganz flott. So ist die kapilläre Füllungszeit oder auch KFZ verlängert, ist es normalerweise nicht normal. Wenn die deutlich länger als 2 Sekunden ist, haben wir meistens ein Perfusionsproblem. Oft zum Beispiel bei einem Schockzustand. Als nächstes wollen wir uns Herz und Pulsschlagfrequenz angucken. Herz- und Pulsschlag kann man an verschiedenen Stellen am Hund testen. Wir brauchen nicht immer ein Stethoskop dazu, es reicht für uns zu Hause eigentlich wirklich die Hand. Herzschlag kann man sehr, sehr gut beim Hund oder auch bei der Katze messen, indem man seitlich die Hand an den Brustkorb legt und so die Herzschläge fühlen kann. Man kann das von der rechten Seite machen, natürlich genauso von der linken Seite. Eine andere Möglichkeit, wenn man seitlich das nicht gut spürt, ist wirklich, dass man von vorne die Hand auf den Brustkorb legt. Auch da kann man das Herz sehr, sehr schön zwischen den beiden Vorderbeinen spüren. Die Herzfrequenz sollte grob immer bei 80 bis 100 Schlägen pro Minute liegen. Man kann auch sagen 80 bis 120, da gibt es ganz viele verschiedene Normwerte. Aber prinzipiell gilt, je kleiner das Tier und je jünger, desto höher ist die Herzfrequenz. Das heißt, Welpen, Katzen, ganz, ganz kleine Hunde können eine Herzfrequenz von bis zu 200 Schlägen pro Minute haben. Wenn wir fühlen, möchten wir natürlich Herzschläge pro Minute wissen. Das heißt, da ist natürlich auch wichtig, dass man sagt, man hält die Minute auch wirklich durch, um sagen zu können, sind es denn zum Beispiel 100 Schläge pro Minute wie bei Colin. Eine zweite Möglichkeit, Herz- oder eben Pulsschlagfrequenz zu messen, ist wirklich, in dem Fall jetzt den Puls zu nehmen. Und das kann man sehr, sehr gut am Hinterbeinchen machen, an der Innenseite vom Oberschenkel, ungefähr auf der Mitte des Oberschenkels. Und ich nehme dazu gerne die beiden Finger. Bitte nicht den Daumen, der hat einen Eigenpuls. Und lege die beiden Finger an die Vene. Man spürt die Vene sehr, sehr gut pulsieren. Und auch da zählt wieder, man möchte die Schläge pro Minute zählen. Wenn man die 2 Punkte zu Hause gut geübt hat, können die Profis unter Ihnen jetzt auch sagen, okay, wir messen Herz und Pulsschlag gleichzeitig, weil man sagt,
Herz- und Pulsschläge sollen wirklich gleichzeitig durch den Körper kommen. Wenn wir da eine massive Abweichung haben und wir trauen uns zu, darüber auch eine Aussage zu treffen, kann man wirklich sagen, das ist definitiv nicht normal und da sollte man zum Tierarzt. Da möchte man wissen, ob wir wirklich zum Beispiel Arrhythmien haben. Der nächste Parameter, der uns interessiert, ist die Atemfrequenz. Da zählt man wirklich die Atemzüge pro Minute. Wie bei uns ist auch beim Hund oder bei der Katze ein Atemzug eine Ein- und eine Ausatmung. Was so ein bisschen schwierig ist, man möchte die Atemfrequenz bei einem Tier in absoluter Ruhe messen. Das heißt, Colin wäre kein geeigneter Patient jetzt momentan, weil er natürlich jetzt gerade in dieser Filmsituation etwas aufgeregt ist. Das heißt, wir wollen im Endeffekt, dass unser Hund am liebsten neben uns liegt, tief schläft, ohne zu träumen. Keine Aufregungssituation, wie jetzt bei ihm beim Tierarzt, nicht nach dem Spielen, nicht nach dem Gassigang. Und grob kann man sagen, die Atemfrequenz soll nicht mehr als 40 Atemzüge pro Minute betragen. Wenn wir da konstant eine Abweichung haben und auch wirklich sagen, unser Tier ist in absoluter Ruhe, wollen wir, gerade wenn es auch allgemein krank ist, wirklich da auch einmal zum Tierarzt und sagen, ich möchte lieber gucken, ob mein Tier vielleicht ein Herzproblem hat, vielleicht ein Atemproblem hat oder ob es einen anderen Grund gibt, warum es so schnell schnauft. Jetzt haben wir schon fast alle Parameter durch. Kommen wir zum letzten von unserer Untersuchung zu Hause. Das ist die innere Körpertemperatur. Das ist der Punkt, den der Colin nicht so gerne mag. Weil beim Hund und bei der Katze ist es wirklich so, dass wir die innere Körpertemperatur nur rektal messen können. Beim Menschen gibt es ja sowas wie Ohrthermometer, man misst unter der Zunge, in der Achsel oder auch an der Stirn. Das ist bei unseren Tieren nicht aussagekräftig. Also sie können es gern versuchen, aber es wird ihnen keine zuverlässigen Werte bringen. Das heißt, da gibt es wirklich immer nur eins, das rektale 155 vom Fieberthermometer. Ich mache das jetzt mal nicht, ich würde sagen, da schonen wir ihn mal. Er hat schon genug gearbeitet heute, aber Sie können sich das bestimmt gut vorstellen. Die innere Körpertemperatur liegt bei Hund und Katze grob immer zwischen 38,0 und 39,0 Grad Celsius. Man sagt, dieser grobe Temperaturbereich, den wertet man als Norm. Bei einem Tier beim Tierarzt gibt es leichte Abweichungen nach oben, oft aufregungsbedingt, aber Sie zu Hause sollten eigentlich zuverlässig maximal 39,0 Grad erwarten. Jetzt haben wir die Basics einmal durch. Colin ist fertig für heute. Und für uns ist ja eigentlich wichtig, wie können wir denn jetzt mit Hilfe der Untersuchung entscheiden, ob wir eine Notfallsituation haben und wie ernst die Lage überhaupt ist? Wie schnell müssen wir zum Tierarzt? Für mich ist immer wichtig, dass Sie sich ins Gewissen rufen, ob Ihr Tier zum Beispiel bei Bewusstsein ist. Ganz wichtig. Haben wir ein Tier, das auf uns reagiert, wenn wir es ansprechen, das an der Umgebung teilnimmt? Wichtig ist auch, sich zu fragen, wie ist die Atmung vom Tier? Jetzt haben wir uns schon damit beschäftigt, wie man die Atemfrequenz misst. Für Sie ist wichtig, atmet das Tier überhaupt? Atmet es normal, zu schwer oder wie gesagt, im schlimmsten Fall sogar gar nicht? Und die dritte Variante, die wir auf jeden Fall noch beachten müssen, ist, ob wir eine Blutung haben. Also blutet das Tier? Kann ich vielleicht sogar lokalisieren, woher die Blutung kommt und wie stark die ist? Also nochmal zusammenfassend, wir wollen immer die Kreislaufsituation überprüfen. Wir haben gelernt, wir müssen uns die Schleimhäute angucken, die KFZ, also die sogenannte kapilläre Füllungszeit, Herz- und Pulsschlag messen und auch uns die Atemfrequenz und die Atemzüge anschauen. Mir ist aber wichtig, dass Sie sich ins Gewissen rufen, lebensbedrohliche Zustände muss man immer zuerst behandeln. Das heißt, ein Atemstillstand, vielleicht sogar ein Herzstillstand, schwere Blutungen oder auch ein Schock haben absolute Priorität. Auch blutende Wunden oder im schlimmsten Fall ein Knochenbruch tun dem Tier weh, sind aber meistens nicht lebensbedrohlich. Also besinnen Sie sich wirklich auf die schwerwiegenden Punkte. Ich hatte gerade Schock erwähnt. Das ist was, was wir heute noch nicht hatten. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Ein Schock, das ist was, was man in seinem täglichen Sprachgebrauch zwar immer wieder verwendet, aber ich bin mir nicht sicher, ob man sich schon mal Gedanken gemacht hat, was ist denn das überhaupt? Schock ist eine akute, verminderte Gewebedurchblutung. Das heißt, in dem Moment dieses Schockzustandes bekommt der Körper zu wenig Blut. Mir ist wichtig, dass Sie wissen, okay, Schock ist für uns sehr, sehr schlecht. Also das ist was, wo man eigentlich ganz, ganz schnell fahren möchte. Wir haben schon gelernt, was wir quasi untersuchen. Das heißt, darauf nochmal zurückkommend, im Schock, was würde man erwarten? Die Schleimhäute sind eher blass, vielleicht noch blassrosa, wenn man Glück hat, aber blass, weiß, porzellanfarben. Weil natürlich unser Körper im Schock aufgrund der verminderten Gewebedurchblutung alles Blut ins Zentrum verlagert. Die kapilläre Füllungszeit, haben wir schon gesagt ganz am Anfang, ist wahrscheinlich verlängert.
Die Puls- oder auch die Herzfrequenz sind am Anfang eher beschleunigt, also eher schnell, weil der Körper versucht, durch einen schnelleren Herzschlag diesen Schockzustand kurzfristig zu überwinden. Wenn er merkt, er schafft es nicht, dann ist es meistens so, dass Puls und Herzfrequenz sich eher verlangsamen. Die Atemfrequenz ist meistens angestrengt, also Sie sehen wirklich, wie Ihr Tier, blöde gesagt, pumpt wie so ein kleiner Maikäfer und wirklich Schwierigkeiten hat mit der Atmung. Die Körpertemperatur fällt ab, je nachdem, wie schwer der Schock ist. Je schlechter der Kreislaufzustand ist, desto niedriger ist unsere Temperatur. Das heißt, wenn Sie ein Tier vor sich haben, das wirklich einen schlechten Allgemeinzustand haben, Sie haben diese Parameter eines Schocks vielleicht sogar schon herausfinden können und messen dann letztendlich noch die Temperatur, dann liegt die meistens unter den 38 Grad.